Servus Leute, heute beim Bushcraft Hack. Ich war auf der letzten Tour mit meiner Trickblase unterwegs und dann gibt es natürlich danach immer das Problem, wie kriege ich die richtig trocken, dass sich kein Schimmel und keine Bakterien bilden. Und da zeige ich euch heute mal einen Hack, wie man mit einem Kleiderbügel, einer Säge oder einem Taschenmesser mit einer Säge und einem Feuerzeug einen Hänger bauen kann und nicht den teuren Hänger kaufen muss vom Hersteller. Was braucht's? Eine Säge. Und ihr nehmt einfach den Kleiderbügel her. Müsst ihr schauen, dass der von der Größe her passt zu eurer Trinkblase. Und ihr müsst einfach hier an dem Teil hier einen Schnitt durchführen. So. Danach einfach hier das ganze Teil von den scharfen Teilen befreien. Das mache ich einfach, indem ich es abbrenne. Ich mag Feuer. So. Das ist die wichtigere Kante. Dann ist das Ding fertig. Trinkblase nehmen, das abgeschnittene Ende reinpacken. Fertig. Schon kann das Ding trocknen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, lasst uns einen Daumen hoch da, abonniert uns, empfehlt uns weiter und bis zum nächsten Mal.